Heute, jeder kennt sie und fast jeder benutzt sie. Den Emoji-Donut. Ich spreche von den insgesamt 722 Emojis, die wir tagtäglich in der digitalen Welt benutzen. Sie können ein Gefühl vermitteln, eine Uhrzeit anzeigen oder sie bestimmen einen Tag lang, was wir essen. Hier zum Beispiel Pancakes. Wir werden uns heute ausschließlich von Food-Emojis ernähren. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Hört sich erstmal nicht so lecker an, aber vielleicht wird sich das Blatt noch wenden. Los geht's, ab geht's. Das kann lustig werden. It's me. And me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurice's Kamera. Was geht, Leute? Und wir werden heute mal in die Welt der Emojis abtauchen, ja? Wir drehen heute wieder ein Essensvideo und wir dachten, hey, was können wir heute essen? Und dann ist es mir eingefallen, Emojis. Denn es gibt sehr viele coole Food-Emojis, die sehen alle so delicious aus. Immer wenn ich einen versende, denke ich mir, oh Gott, jetzt brauche ich ihn auch wirklich im Leben. Hätten wir heute einen 3D-Drucker, wäre es brutal. Aber wir haben nur einen Papierdrucker, deswegen haben wir gerade alle Emojis, die Essen beinhalten, ausgedruckt. Mit noch nicht alle. Noch es nicht sind alle. So viele, ich hätte das nicht gedacht, als Kim das vorgeschlagen hat, dachte ich so, ja, okay, es gibt so 10 oder so, es gibt so viele. Nein, es gibt, ja, Maurice, ey, wirklich, ist so ein Mensch, der benutzt nicht so viele Emojis, aber ich bin ein Mensch, ja, ich lebe mit Emojis und ich denke immer, wenn jemand keine Emojis schreibt, ne, ob Essen oder nicht, dann ist die Person sauer auf mich. Bist du dämlich? Sorry. Aber okay, ich habe die auf jeden Fall schon fast alle ausgedruckt, ein paar drucken gerade noch aus. Wir haben alles durcheinander gemixt, wir haben hier einmal mein Ass und wir haben das Ganze auch nummeriert, damit wir das Ganze dann hier gleich mit unserem Roulette bestimmen lassen können. Denn es gibt hier 36 Zahlen, ne, und je nachdem, wo diese Kugel drauf landet, ja, nehmen wir uns unser nummeriertes Emoji-Blatt und da steht dann drauf, was wir essen. Das bedeutet, das Roulette bestimmt unseren Emoji und das essen wir dann. Also hier drucken noch die ganzen weiteren aus. Hier zum Beispiel Pancakes, oh mein Gott. Aber es ist cool, dass es Portionen gibt, aber es gibt auch einzelne Sachen wie ein Apfel oder ja, das Keks. Wird, ja, das wird voll schwer. Hier ist einfach nur so eine halbe Süßkartoffel. Darauf habe ich gar keinen Bock. Okay. Und es gibt auch, obwohl, eine Waffel würde ich nehmen, aber so ein Maiskolben ist schon ein bisschen weird. Ich hoffe, irgendwas Gutes trifft uns. Es sind auf jeden Fall auch Getränke mit dabei. Wollen wir die Getränke einzeln? Ja, jeder einzeln. Ja, ne? Ja, dann nummerieren wir die Ei, einzeln. Darauf habe ich aber keinen Bock. Ei? Ja, das ist ach so. Ein Ei. Ja, unsere Farbpatronen sind gerade nicht so richtig am Stüssel, aber wir haben auch schon mega viel ausgedrückt. Wir warten jetzt noch, bis die restlichen sich ausdrucken und dann werden wir das Ganze noch nummerieren. Dann können wir endlich ins Roulette jumpen und richtig spielsüchtig werden. Reicht mir eure Arme! Also das ist auf jeden Fall eine riesige Auswahl, Kim druckt immer noch. Also wir müssen die alle erstmal nummerieren. Jetzt wo wir die Blätter haben, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr noch eine Videoidee habt mit den ganzen Emojis. Vielleicht können wir das ja nochmal verwenden. Wäre auf jeden Fall cool, weil es sieht auf jeden Fall geil aus. All the Blätter are nominated. Und jetzt kommt der große Big Moment. Wir können endlich wieder das Roulette in Betrieb nehmen und ich kann endlich meine Spielsucht wieder ausnehmen. Lasst uns gehen, lasst uns feiern! Ich bin Roulette-süchtig. Los, mach jetzt. Hallo, lass mich doch ausreden. Nein. 1 bis 36 und ich würde sagen, we put this Kugel. Hier, Ryan, ey, ich kann das richtig gut, warte. Okay, 3, 2, 1, let's go. Das war gut, oder? Das war ein bisschen verkackt. Okay, ich will die 22, ich will die 22. Ich weiß nicht, was die 22 ist. Nein! Oh, die 24, okay. Zeig uns die 24. Die 22 wären einfach Pancakes gewesen. Achso, es war aber die 24. Aber auch nicht schlimm, das sind nämlich die nicht so gut gedruckten Spaghetti. Ich hoffe, die sehen in Real Life besser aus. Das bedeutet, unser Frühstück werden Spaghettos sein. Hier sind wir noch nicht Spaghetti. Oder warte mal. Wir haben noch Hackfleisch, wir können sogar selber machen. Ja, ich dachte eigentlich, pro Runde darf jeder... Also ich sehe jeder sein eigenes Gericht so. Oha, Kim, Alter, sind wir reich? Hä? Oh mein Gott, wenn man essen geht, dann isst man doch, ist doch nicht jeder das Gleiche. Ach so, ja gut, lass uns das zusammen essen, dann ist es weg und danach machen wir... Aber es ist doch auch schwierig. Danach können wir ja machen, jeder zwei. Aber was, wenn der eine Pancakes hat und der andere hat Döner? Das gibt's ja nicht in einem Laden. Ja, dann musst du zuerst essen und dann esse ich. Na gut. Wir drucken gerade übrigens noch Getränke aus. Das bedeutet, wir können auch gleich entscheiden lassen, welches Getränk wir trinken. So, Freunde, die Nudeln sind am Kochen. Die Soße ist auch fast fertig. Es ist mittlerweile einfach schon 14 Uhr. Wir haben noch nichts gegessen. Bei uns ist immer so spät, ne? Ich habe so einen Hunger, ich habe schon richtige Kopfschmerzen. Würde ich bei Harry Potter mitspielen, wäre ich nicht Hagrid, sondern Hungrid. So, Essen ist endlich fertig. Endlich? Guten Fuden. Ey, ich habe so doll Hunger, dass ich schon keinen Hunger mehr habe. Ja, ist bei mir genauso. Ich hasse dieses Gefühl. Oh. Das ist ein richtig trauriges Gefühl, aber man braucht nur 10 Minuten und dann ist es wieder weg und dann kann ich wieder richtig reinhauen. Dankeschön, Maurice. Es ist echt toll, dass Maurice immer kocht, wirklich. Ich bin so kochfaul. Ich denke mir jeden Tag, Alter, wenn ich alleine wohnen würde, ne? Kim, ich möchte essen. Kannst du aufhören zu reden? Nein. Danke für das Kompliment. Hallo. Guten Appetit. Tschüss. Unser Magen ist sehr voll, aber es ist schon einige Zeit her, deswegen. Es ist eine Stunde her. Nein, zwei, Maurice. Also ich weiß ja nicht, wie dein Zeitgedächtnis ist, ne? Aber es ist jetzt mittlerweile schon 17 Uhr. Hallo? Es ist schon voll lange her. Das bedeutet, es wird Zeit, endlich mal was zu trinken. Und ich habe hier vier Emojis.
Emojis rausgesucht, die Trinken darstellen. Was soll das sein? Eine Kokosnuss, ein Apfelsaftpäckchen, Milch und ein Milchshake. Können wir nicht das als Wasser? Langweilig. Ja, das ist alles blöd. Ich will nichts davon trinken. Ja, okay, dann kann das Wasser sein. Okay, danke. Aber auf jeden Fall, es gibt noch viel mehr. Es gibt ja auch noch Champagner, Cocktail, Bier, ganz viel anderes Bier. Nee, darauf habe ich aber keine Lust. Darauf haben wir gerade, das geht einfach. Das ja nicht promoten und so, ne? Das geht ja gar nicht. Und deswegen haben wir diese Sachen rausgesucht und die sind nummeriert von 1 bis 9. Wenn eine Zahl von 1 bis 9 kommt, dann trinken wir ein Apfelsaftpäckchen und so weiter und so fort. Muss einfach 4 durch 36 teilen, waren 9. Warte, Jenny. Das bedeutet eine neue Runde Gulati. Los geht's, ab geht's. Okay, du musst mir jetzt eine Zahl sagen. Wenn das genau die Zahl ist, die kommt, ja, dann hast du den Jackpot 18. dran. Und du bekommst ein Freigetränk, okay? Ich sag 23. Okay, let's go! 18 oder 23, das kann nicht gut. Und? Oh mein Gott, es ist so spannend. Was wird es nur sein? Eine 10! Oh ja! Ja! Es ist Coconut! Okay, das geht ja noch. Oh, lecker! Was soll denn das, Mann? Always look on the bright side of Los. Kokosnuss. Oh Mann, Ries. Ey, ich freue mich so, dass wir eine Kokosnuss trinken, wirklich. In Thailand habe ich jedes Mal, jeden Tag Kokosnüsse getrunken und das hat mich vitalisiert. Meine Haut war frisch und deswegen freue ich mich, ey. Aber wir müssen erstmal in Berlin irgendwo irgendwas finden, wo man Kokosnüsse trinken kann. Also ich habe letztens für die Torte nirgendwo eine Kokosnuss gefunden. Ich habe eine gefunden. Da habe ich wieder nicht gedacht. Ja, aber das war eine Trinkkokosnuss, weißt du? Also die gab es auf jeden Fall im Alexa, im Supermarkt. Aber vielleicht können wir ja irgendwo eine trinken gehen. Aber wenn wir jetzt eh rausgehen, dann können wir auch direkt bestimmen lassen, was wir essen. Und zwar von diesem Roulette. Wir haben hier wieder unseren ganzen Ja, aber was, wenn jetzt ein Hauptgericht rankommt? Ich kann maximal einen Snack essen. Du bist mein Snack. Also jetzt darf jeder einmal drehen? Ja genau, jeder darf einmal drehen. Okay. Darf ich zuerst? Ich sag Nummer 19. Hä, du, wie Nummer 19? Nein, das zählt doch jetzt gar nicht. 27, okay, oder? Hast du 27? Ja. Okay, dann schauen wir mal, was... Warum hast du jetzt 19 gesagt? Was sollte dir das dann bringen? Dann hätte ich ein Hauptgericht geschenkt bekommen, also dann hätte ich mir was aussuchen können. Juhu! Ein Donut? Oh, Chili. It's a Donut! Cool. Das ist perfekt, wirklich perfekt. Okay, ich bin dran. Also wenn ich jetzt noch ein Hauptgericht bekomme, dann muss ich aber heute alles ablehnen, weil dann koche ich gar nichts mehr. Alles ablehnen? Okay, was sagst du? Wie, was sag ich? Ist doch scheißegal. 16. 16. What is that? Schön, dass das hier alles so geordnet ist. Oh, 19 war die Tafel Schokolade. Was habe ich? 16. Oh, Gott sei Dank nicht die 33. 10? Kim, was denn? Wie hast du das denn hier geordnet? Mann, in der Ordnung liegt die Kraft. 13, 14. 5. Hä? Mann, Kim. Das ist die 17. Oh ja. Also ist da auch die? Ey, ey, Kim, dein Ernst? Da ist sie, da ist sie. Und was ist das? Ein Hotdog. Du bist auch so ein Hotter Dog. Dann los, dann müssen wir Hotter, Kokosnuss und Donut besorgen. Yippie-yay. Wir sind im Nie ohne Seife waschen Ostbahnhof. Wir gehen jetzt zu. Checkst du Duncan Donuts. Hier gibt es sehr viele leckere, tolle Donuts. Einmal haben wir die gegessen, wo wir in Australien Herzform gegessen haben. Aber sonst habe ich noch nie welche davon gegessen. Deswegen, let's check them out. Du bekommst einen, ne? Ja, nochmal. Die sehen sogar genauso aus. Ey, der mit dem Schoko sieht genau aus wie der Emoji. Das war ich nicht. Das war Maurice. Hör mal auf damit. Der ist genau hier eingeblendet. Deswegen perfekt. Wir nehmen den Donut Choc Frosted Sprinkles. Leute, Kim hat gerade ihren Donut bekommen. Unter der Maske kann ich ihr Grinsen sehen. Ey, wie kann man so glücklich über so einen Donut sein? Das ist das Highlight meines Tages heute. Hallo, kannst du auch mal an mich denken? Ich krieg auch noch was zu essen und was zu trinken, Kim. Ja, aber das Trinken teilen wir uns beide, ja, oder? Wir haben gerade bei ungefähr 5 verschiedenen thailändischen Restaurants angerufen, aber die haben alle keine Trinkkokosnuss. Und wir waren auch noch bei Rewe. Ich glaube, bei Lidl gibt's die. Ich hab doch gesagt, es gibt keine Kokosnuss. Ich habe letztes Mal jeden Laden durchsucht für meine Torte. Nächstes Mal zeige ich sie dir. Bei Lidl gibt es sie nämlich. Aber heute haben wir verkackt. Wir können nichts trinken. Kann ich jetzt endlich meinen Donut essen? Weil einen Hotdog haben wir auch nicht gefunden. Ja, aber meinen Hotdog suchen wir noch. Ja, dafür fahren wir einfach irgendwo in die Stadt, weil das gibt's safe irgendwo. Okay, und jetzt tryen wir mal den Emoji-Donut. 2 Euro hat dieser scheiß Donut gekostet, Alter. Mhm. Schmeckt der nicht? Kennst du die von Engelke? Ja, die sind gut. Da ist so richtig hart Schokolade drauf. Ja. Die knackt so richtig. Aber ja, wir hatten diese Diskussion schon mal. War das nicht auch von Dunkin' Donuts? Wo wir so gesagt haben, die sind nicht so geil? Ich glaube schon. So, Freunde, wir sind gerade 5 Kilometer gefahren, um Maurice Hotdog zu besorgen. Und jetzt sind wir hier an diesem Hotdog, das ungefähr schon so 365 Partynächte nacheinander durchgemacht hat und nicht geschlafen hat. Sieht es einladend aus? Ja. Du isst ja nur ein Hotdog hier. Dann würde ich sagen, bestell dir mal eins und
fragen, ob es Kokoswasser gibt. So, Freunde, wir warten jetzt schon seit 30 Minuten auf meinen Hotdog. Eben hat er gesagt, dass er ihn vergessen Nein, hat. Nein, Maurice hätte niemals nachgefragt, ob es schon in Bearbeitung ist. Und ich so, sorry, wo ist mein Hotdog? Ist ja auch egal. Also, vergessen. Ist ja auch egal. Also Kim hat danach gefragt, ob die Hotdog fertig ist. Was hast du gesagt? Du scheißt immer so. Kim hat gesagt, ob das Hotdog fertig ist. Das hört sich ja so falsch an. Ist mein Hotdog fertig? Das Hotdog, das Brötchen im Brot. Nein. Das Würstchen im Brot. Also Leute, bitte schreibt mir in die Kommentare, heißt es der Hotdog oder das Hotdog? Ich glaube, das haben wir schon mal gefragt. Schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert auf jeden Fall auch gleich die Glocke. Ja, genau. Ding, 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 ding. Maurice, Hotdog. You're my Hot. Achso, hast du zwei bestellt? Ja, einen aufs Haus, weil er ihn vergessen hat. Laber nicht. Ja. Dankeschön. Das ist aber nett von ihm. Oh mein Gott, ist der scharf. Ja, und nee, ne? Nee, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. Hotdog? Sieht richtig gut aus. Achso, Leute, wir haben uns Wasser gekauft, ne? Es gab nirgendwo Kokos irgendwas. Heiß? Nochmal scharf. Ja. Nein! Okay, da Kim der Hotdog gerade viel zu scharf war, ja, musste ich beide essen. Und ich sage, ich kann heute nichts mehr essen. Es ist jetzt 18.38 Uhr. Als ob du nichts mehr essen kannst. Noch ein Eis oder so, aber wenn jetzt nochmal so Hähnchen oder was kommt, kann ich niemals aufessen. Okay, alles klar. Zu kaufen. Die Sonne geht langsam unter, es ist sehr romantisch draußen und jetzt fehlt nur noch ein leckeres romantisches Essen in meinen Magen drin. Denn ich habe sehr Hunger. Maurice, es ist jetzt schon 8 Uhr. Ich weiß, du hast nicht mehr so viel Hunger. Ich habe aber schon Hunger. Mach du zuerst, Maurice. Okay. Du bist dran. Was, wenn überhaupt was doppelt kommt, dann nochmal, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Oh, das war die 21. Oh nein. Will ich schon? Nee, das wären fast die Pancakes. 22. Oh mein Gott, I want you. 31. Oh, das waren Eier, ne? 21. 23. Nee, was hast du? 21 zum 7. Ein Salat! Oh, cool. Perfekt. Das, oh Mann, ich wollte den Salat. Geil. Echt eine coole Videoidee. Danke. Wenn das jetzt nur ein Apfel ist, dann muss ich nochmal machen. Nein. Oh, ich hab richtig Hunger, Maurice. Okay, los! Hättest du ja den Hotdog essen können. Witzig, das war so scharf. Ja, das ist nichts. Oh nein. 35. Ich hab Angst. Ich glaube, das war nichts Gutes. Oh nein. Ja, es ist. Was ist das, ein Apfel? Es ist eine Tomate. Achso, eine Tomate. Besser. Nee, nicht ich mach nochmal. Nein. Ich mach die Tomate hier schon mal in die Obstschale. Ich kann doch nicht nur eine Tomate zu kaufen. Wer macht denn die Regeln? Ey, willst du mich verarschen? Ich schwöre, ich hab auch nochmal Hunger. Ja, Kim, hätte ich das aber bekommen, hätte ich. Ja, letztes Mal hatte ich auch unnormal Hunger bei dem Video. So, Freunde, wir sitzen im Playoff und Maurice hat sich einen Salat mit wenig Tomaten bestellt, damit ich extra wenig zu essen bekomme, ne? Ja. Nein, Spaß. Ich hoffe, die hauen noch richtig viele Tomaten rein. Ey, das ist so fies, ne? Aber gib mir ein bisschen was von deinem Salat ab. Du würdest mir auch nichts abgeben. Ich hab dir meinen Hotdog gegeben. Weil du ihn nicht mochtest, sonst hättest du ihn sowas von. Das habe ich nur so gesagt. Das habe ich nur so gesagt, Maurice. Und außerdem läuft jetzt gerade das Champions League Finale. Das bedeutet Fußball. Wollen wir eine Wette abschließen, Maurice? Okay, was schätzt du? Ich sag, Bayern gewinnt. Ja, du musst die Toranzahl sagen. 3-1. Ich sag 4-2. Das wird spannend. Okay, dann würde ich sagen, warten wir aufs Essen und let's kick it. Hallo Maurice. So, ist es schon ein bisschen dunkel? Ja, es ist richtig dunkel und hier sind die ganze Zeit so irgendwelche Holländer oder so. Komm aus Bayern. Meine ich. Das ist deine Tomate. Viel Spaß. Wie? Das ist meine Tomate. Und die andere? Die andere kriege ich auch noch, Maurice. Eine Tomate. Ich gebe dir ein bisschen was vom Salat ab. Ich will ja nicht so sein. Obwohl du mir niemals was gegeben hast. Hey doch. Boah, die schmecken nur noch Wasser, ne? Hey, dann noch meckern, du bist so unten. Hallo, nein, danke schön. Ey, gut Food, Maurice. Viel Spaß beim Essen. So, Freunde, wir sind wieder home sweet home. Home is where the WLAN is. Ich habe ein Loch in meinem Bauch. Sei mal leise, ich habe dir so viel abgegeben. Tomaten bestehen aus Wasser. Du hast mir original Wasser abgegeben. Kim, ich habe dir auch was von meinem Salat abgegeben. Jetzt hör mal auf zu lügen. Oh, das ist kein Lügen. Das war aber so wenig von dem Salat, dass ich das nicht mal mehr in Kim, Erinnerung es war habe. Die Hälfte. Ja, alles klar. Nein, war es nicht. Aber es war viel, viel mehr, als du mir gegeben hast. Wir gehen jetzt aufs Sofa, gucken noch Fußball, schauen, ob unsere Wetten aufgegangen sind. Und dann werden wir nur noch schlafen und dann morgen früh endlich wieder normal essen, Alter. Ich freue mich schon auf morgen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und falls dir das Video gefallen hat, dann hinterlass auf jeden Fall eins Like. Und abonniere natürlich die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und einen herzlichen Gruß an die Caramella Crew. Ihr seid die beste Fam. Yeah.